Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Untitled Goose Game. Hier dran ist Jovo hier. Und ja, nun wieder die Frage der Frage. Wo ist die Gans? Ja, wo ist die Gans? Da ist die Gans. Okay, die ist doch wo ganz anders. Ich dachte nämlich, die wäre jetzt im Busch gewesen. In den Busch war die Gans versteckt gewesen. Nee. Hat es jetzt... Ah, sehr gut. Das hat alles abgespeichert, was ich letztes Mal gemacht habe. Gut. Ich habe ja eine neue Aufgabe. Das war das Mitbringen, den Gärtner dazu, sich mit dem Fermer auf den Daumen zu schlagen. Der hat jetzt ein neues Gebiet geöffnet. Aber ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar bringen den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Nur das, meine Damen und Herren, das ist die Frage. Wie kriegen wir das hin? Da drüben habe ich noch irgendwas gefunden. Ich guck mal, was ich hier finde. Vielleicht finde ich ja was, um den Bauer zum Tragen zu bewegen. Ah, was ist hier? Ah, geht gar nichts auf, schade. Okay, alle mal aus der Bahn. Ich flieg gleich los. Kann ich überhaupt fliegen in dem Spiel? Oder kann ich nur watscheln und honken? Honken, bis mir der Schnabel abfällt. Sehr wahrscheinlich. Könnten wir fliegen? Das wäre viel zu einfach. Oh, da hinten ist ja noch was. Ja, auch nur abgesperrt. Eine kleine Welt. Aber wenn man Tore davor baut, dann wird sie schnell dann eingezäunt. So. Okay, gehen wir mal. Hongkong. Apropos, mein Controller habe ich jetzt auch wieder aufgeladen. Es sollte also jetzt wieder gehen. Na, warte, wenn du mir das Tor nicht aufmachst, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Nämlich hier Gänsemarsch aktivieren. Na komm. Nein, aus dem Weg. Ich will nicht den alten Sack. Ich will das Radio. Dam, 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 dam. Nieder mit den Zäunen. Freiheit für die Gänse. Du willst das? Du willst das? Dann komm doch. Dann komm doch. Ella Badge, Ella Badge. Oh. Nein, mein Radio. Oh oh. Mach den Gärtner nass. Das hatte ich schon. Was willst du denn jetzt mit dem Radio? Ja, nimm dein Radio. Ist kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Sei stolz auf mich. Geh in den Garten. Das habe ich doch schon alles. Das mit dem Sonnenhut, das habe ich noch nicht hingekriegt. Nur wie ist die Frage. Mit irgendwas, was hier drin möglich ist. Kann ich da... Springen kann ich nicht. Ich kann nur honken. Vielleicht will er das Radio reparieren. Überleg. Okay, ich nehme mal den rechnen Rachen mit. Warte. Ganz ruhig. Er hat nichts bemerkt. Da kann ich einfach meinen Weg hier weiterführen. Schnell, 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 solange er nicht guckt. Nein, nein. Ja, ah ja, schubsen, Gewalt. Gewalt ist die Sprache der Dummen, Weiste. Na warte, dafür schnapp ich mir deinen Schlüssel. Ham! Hey! Willst noch mehr? Komm doch! Na warte, dich kriege ich noch. Vielleicht muss ich den so sauer machen, dass er seinen Hut runterwirft. Kann man nicht überrechnen? Hey! Das hast du nur eingebildet. Hey! Na, im Versteckspiel bist du klasse, was? Vielleicht kann ich ihn ja so... Ich hab die Idee, wenn ich nachher so den Rachen so hinlege, dass er rüberstolpert. Dann könnte er seinen Hut verlieren. Und dann will er sich vielleicht den anderen aufsetzen. Naja, geh du deinen Weg und ich bleib hier. Schöner Hut. Komm zu mir, mein Schatz. Komm her.
Ich mache ein bisschen Wind. Los, weh runter. Wie mache ich das? Ja. Okay, drehen wir mal das Teil richtig rum. Ich vermute, das ist die schwierige Aufgabe in diesem Gebiet. Wie schafft man es, dass er da runterfällt? Nein, 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 nein. Nee, nein, nein, hier gibt's nichts zu sehen. Überraschung, Überraschung zum Geburtstag. Okay, dann halt nicht. Willst dir sogar deine eigene Überraschung verderben? Du bist ja ein Miesepeter der allerfeinsten Sorte. Du willst die Gießkanne? Ich bringe dir die Gießkanne. Da ist die Gießkanne. Dann halt nicht. Ich wollte nur helfen. Ich wollte nur helfen. Hm. Ja. Naja, sei verwirrt. Sei verwirrt wie im Rest deines Lebens. Nix da. Jetzt merke ich es erst. Die Blumen sehen genauso aus wie die Gans. Warte! Wie schumm! Was ist denn dich? Die alte Hupe von den Johnsons. Ich dachte, ihr hättet ihr Auto schon verschrottet. Hä? Warum ist da ein Fragezeichen? Oder soll es meine Feder darstellen? Warte. Wie schumm! Ah, okay, okay, du hast mich erwischt. Hellerbad. Hihihi. Hab mir einen Spaß erlaubt. Lach doch mal. Lach doch mal für mich. Ich werde hier nicht weggehen. Wobei, es ist die Frage. Vielleicht finde ich ja erst im nächsten Gebiet etwas, was ich brauche. Oh, eine Blume. Vielleicht finde ich erst im nächsten Gebiet etwas, was ich brauche, um ihm das zu geben. Hier. Nein. Ja. Also so eine Blume für meine Verehrteste. Die kriegst du nicht. Nix da. Na warte. Das gibt Rache. Rache mit dem Rechen. Und was machst du jetzt wieder damit? Willst du sie wieder einpflanzen? Ich glaube, ich beobachte den doch noch mal ein bisschen. Vielleicht komme ich ja drauf. Und jetzt schnapp ich mir die Mütze. Okay, okay, okay. Ich will nur deine Mütze haben. Haha! Elevage! Ich hab sie! Ich hab die Mütze! Und die gebe ich nicht wieder her. Du musst deinen Sonnenhut nehmen, deinen Ersatzhut. Blapp. Da schwimmt sie. Elevage, nix da. Nix da, nix da, nix da. Die kriegst du nicht. Da gibt's nichts zu sehen. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich bin auf der richtigen Spur. Die Sprache der Blumen. Die rote Blume heißt zum Beispiel, hey, gib mir deine Kappe. Das heißt, er kann sich die einfach wiederholen. Was ist, wenn ich... Das heißt, ich müsste sie wohin tun, wo er sie sich nicht wiederholen kann. Moment, kann ich hier... Kann ich hier den Brunnen anmachen? Mack. Was hat er schon? Vielleicht kann ich die Mütze hier unter den Rasenmäher schmeißen, damit die zerfetzt wird. Ich bin schon auf der richtigen Fährte. Auf der richtigen Fährte. Vielleicht muss ich sie nass machen? Aber dann setzt er sie wahrscheinlich immer noch auf. Da kann ich die Mütze drunter stellen. Okay, also, Plan ist folgender. Blume schnappen. Erstmal ihn hier weglocken. Hallo. Mark, hab eine Blume für dich. Wo bist du? Willst du die Blume? Dann hol dir die Blume. Haha. Er hat den Köder geschluckt. Er hat ihn geschluckt. Okay, hier hast du die Blume. Also stimmt ja, ich muss ihm ja zum Beet folgen. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
Schnappt ihr die Mütze? Haha, der Hut ist nass, der Hut ist nass. Bringt das ihn jetzt dazu, seinen anderen Hut aufzusetzen? Das willst du? Der wird mir am liebsten damit wohl den Kopf abhacken, ich merk's schon. Oh, Kürbis. Wag es nicht ganz. Du bist nicht ganz dicht. Okay, ich lass schon. Ja, du blödes Federvieh, lass ruhig sein. Hör mit her. Nachdem die Mütze im Wasser war, hat er sie aber auch nicht auch wieder aufgesetzt. Ja, warte. Muss ich dir erstmal in den Hintern treten? Autsch! Okay, dann nehme ich halt die Gießkanne. Autschi. Ich bin nah dran. Was brauche ich? Vielleicht muss ich wirklich seine Mütze einfach nur irgendwo hin tun, dass er sie nicht wieder zurückkriegt. Wasser bringt's nicht, da steigt er einfach rein. Vielleicht muss ich sie einfach verstecken, dass er sie überhaupt nicht finden kann. Das könnte sein. Aber er ist ziemlich schnell zu Fuß. Also im Vergleich zu meinen Watschelfüßen. Okay, auf ein neues. Blume geschnappt. Hab was für dich. Komm mal her, schau dir das an. Wo bist du? Hä? Fang mich doch, fang mich doch. Hello, Batch. Wo ist die Blume? Ey, verdammt, hör mal. Wo ist meine heterle liebste Turbine? Hat er mich jetzt überhaupt? Sieht er mich wirklich nicht? Hello, Batch. Und ich bin weg. Maus- und Katz-Spiel ist von gestern. Gärtner-Gänse-Spiel. Das wird der neue Top-Hit. Okay, ich lasse dich schon fallen. Hier. Hast gewonnen. Ich probiere nochmal, ob ich sie vielleicht ins Wasser schmeißen kann. Ja, pflanz sie ein. Meine. Schnell, 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 weg, 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 weg. Willst du nicht die Füße nass machen? Ich verstehe schon. Und ich bin weg. Hello, Batch. Mich kriegst du nicht mehr. Nee, und deine Mütze siehst du auch nie wieder. Bin ich hier eigentlich auf dem Richt... Bin ich hier vielleicht sogar richtig? Wie weit kann ich denn schwimmen? Ui, so viele Gebiete sehen wir. Bla. Hey, da kann ich ja sogar auch hinschwimmen. Moment. Dann könnte ich doch einfach die Mütze hier ablegen, oder? Hier, einfach hier vor die... Bring den Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Hey, und der Garten ist geschafft. Wupp, wupp. Sieg für die Gans. Auf ganzer Linie. Und was haben wir hier? Eine Flasche. Pff. Bitte was? Kannst du es wiederholen? Leg mal den Flasche ab, du hast da was. Und einen Schnuller. Oh, kleine süße Babygans. Muss noch den Schnuller tragen. Und einen Stiefel haben wir auch. Aber hier komme ich nicht durch, oder? Okay, dann nicht. Aber gut, dass ich das jetzt gefunden habe. Hey, hey, ich bin stolz auf mich. Habe alles geschafft. Und jetzt im Tempo wieder zurück. Denn er hat uns ja Tor und Tür aufgemacht, dass wir ins nächste Gebiet können. Kann ich da durch? Einmal Kopf runter. Nee, ich bin zu dick. Ich bin zu dick. Hoffentlich ist Weihnachten doch noch weit entfernt, weil ansonsten haben sie sicher Lust auf Gänsebraten. Besonders auf so eine freche Gans wie ich. So, na Herr Gärtner, wie sehen Sie denn jetzt aus mit Sonnenhut?
Hallo. Bin da, wer noch? Hm? Wo ist denn der Gärtner hin? Ah, da ist er. Hey, steht ihm doch ganz gut. Eine Umarmung vielleicht? Hey, okay, ich gehe ja schon. Dann halt nicht. In dieser Welt ist kein Platz für Liebe, besonders nicht in deinem Herzen, hä? Ach, die schöne Nachbarschaft. Hallo. Servus. Bin die Gans. Wie geht's euch? Platsch, 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 platsch. Ach, ist das ein schöner Tag. Hallo. Na? Was, du willst fliegen? Du willst fliegen? Okay, ich flieg mal eine Runde mit dir. Und beiß dir in den Hintern. So? Dein Schnürsenkel ist gesoffen. Okay, bitte. Hey. Okay. Mac, mach dir deinen Schuh zu, ich nehme mir mal dein Spiel. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich tun soll. Ha! Fuß ist auf. Fuß ist offen. Schuh ist offen. Und jetzt schnapp ich mir dein Flugzeug. Hier. Du willst nicht fliegen, dann. Ja, da, ja, da, 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 ja, da, 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 ja, da, 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 da. Mein Freund, du musst es ein bisschen. Vielleicht solltest du ein bisschen schneller werden. Hey! Mein Flugzeug. Mein. Ha. Bisschen kleiner Angsthase, wie es aussieht. Hihi. Na, warte. Du willst dein Flugzeug wieder haben? Dann musst du dafür arbeiten. Los, tu mal ein bisschen Arbeit in deine Füße reinstecken. Was sind meine Aufgaben hier drin? Ah, zerbrich den Besen. Sperre den Jungen in der Telefonzelle ein. Bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen. Bring jemanden dazu, die eigenen Sachen zurückzukaufen. Ah. Tritt im Fernsehen auf. Geh einkaufen. Lege in den Korb Zahnbürste, Klopapier, Haarbürste, Konservendosen, Reinigungsmittel, Obst und Gemüse. Na, das. Was haben wir denn vor? Frühlingsputztag oder was? Also hier im Korb, okay. Ich soll einen Besen zerbrechen. Diesen Besen? Der Besen ist gewesen? Nix da. Du willst mich mit Besen verkloppen? Na warte. Ja. Ich weiß nicht, was ich hab, aber... Autsch! Hey! Hey! Pff. Na warte. Verehrteste, Sie haben Aggressionsprobleme. Diesen Besen soll ich zerbrechen, denn sie machtlos gegenüber mir. Okay, einmal in Deckung gehen. Ja, damit. Mein Besen. Meine. Haha, zerbricht den Besen. La Batsch, ich hab das Tauziehen gewonnen. Und jetzt nehme ich das ja mit. Dann können Sie Ihre Waffe nicht nochmal... Moment, halt, stopp. Dann können Sie Ihre Waffe nicht hier wieder reparieren. Pa. Bla. So, was will die Verehrteste jetzt machen? Will sie hier mit dem Wurfmesser auf mich zielen, oder was? Netter Balljunge. Den nehme ich mir mal. Hey. Mark. So, weiter. Hey! Ha. Moment. Der hat jetzt die Telefonzelle aufgemacht. Moment. Ha. Und jetzt. Ich krieg den nicht zu fassen, den Ball. Ja, etikettieren Sie mal, meine Verehrteste. Moment, vielleicht kann ich auch einfach sein Flugzeug nehmen und. Ha. Ab in die Telefonzelle rein und dann kann ich die Tür einfach zumachen. Als würde man eine Maus mit Käse fangen. Hier, bitteschön, da ist was. Und verstecken. Hä? Ist da was? Ich habe was gehört, ich sehe aber nichts. Ich soll im Fernsehen auftreten, weil da gibt es da drin eine Kamera. Das ist das Rätsels Lösung. Hallo. Okay, ich verstecke mich mal.
Okay. Kommen Sie raus? Eine kleine Spende? Brot kann es auch sein? Okay, was steht noch auf meiner Liste? Sperre den Jungen in die Telefonzelle ein. Also der Junge muss da rein. Doch wie bringe ich den Jungen da rein, ist die Frage. Okay, was? Ich gehe ja schon, Verehrteste. Gemüse soll ich mitnehmen. Halt. Nix hier mit. Nein, mein Schnittlauch. Ja, Sie haben richtig gehört. Was sagen Sie dazu? Sind Sie sprachlos, was? Puh. Also was brauche ich? Obst und Gemüse. Eine Haarbürste. Konservendosen. Eine Zahnbürste. Wo sind denn all diese Sachen? Ja, ich gehe ja schon. Vielleicht kann ich... Hey! Nö! Sie wissen schon, dass Sie wenig beeindruckend aussehen. Her damit. So, jetzt haben Sie gar keinen Besen mehr. Was halten Sie davon, hä? Wollen damit nur wehrlose Tiere hier... So, der eine ist sauer, der andere ist verängstigt. Ich bin eine Naturgewalt, mit der man nicht rumspaßen sollte. Okay, Moment. Brauche ich Klopapier? Ich brauche Klopapier. Ich bin nicht da. Ducken, ducken, ducken. Immer wieder ducken. Die Goose muss ducken. Ja. Hey. Nö. Hey. Ich will einkaufen. Sie meinen etwa nur, weil ich eine Gans bin und keine Hosen trage, habe ich kein Geld zum Bezahlen? Pfff. Was schaust du so blöd? Hau ab. Und du? Sollt ihr auch mal was sagen? Ey! Ganz schön feindselig hier, die Leute. Gut, dann bringe ich mal den Einkaufskorb hier an die Seite, wo die mich mal nicht stören können. Ich bin nämlich so dermaßen auf die Zeiger, dass die mir immer alles wegnehmen wollen. Ich bin eine Gans, ich will mir einfach nur die Sachen holen und sie nehmen mir die wieder weg. So. Rein damit. Ach so, das hat schon gezählt. Nix da, da gibt's nichts zu sehen. Okay, dann hole ich mir jetzt mal ein bisschen Gemüse. Eine Rübe zum Beispiel. Nein! Okay, dann... Ihnen wird auch irgendwann die Puste ausgehen, Verehrteste. Na warte. Du willst mich schlagen. Ich schnapp mir den Besen. Gemüse in den Korb rein. Moment. Ab in den Korb. 2 Punkte! Sieg für die Gans. Ich stehe auf dem Korb. Obst und Gemüse. Und jetzt bin ich im Korb drin. Besser als im Eimer zu sein, oder? Dankeschön, dass du lachst zumindest. So, was brauche ich noch? Zahnbürste. Ah, Moment, es zählt jetzt doch gar nicht mehr. Das ist ja bescheiden. Das heißt, ich muss die irgendwie so lang beschäftigen, dass die hier nicht... So. Ich muss die irgendwie so lange beschäftigen, dass ich hier die ganzen Sachen einkaufen kann. Was jetzt? Was tust du jetzt, hä? Jetzt kannst du nicht abkassieren. Jetzt tue ich abkassieren. Jetzt tue ich einkassieren. All die Schuld, die du hast mit mir, wird jetzt beglichen. Ah, streckst die Fäuste hoch. Bist mutig geworden, hä? Wie wär's denn damit? Genau, hau ab. Hau du bloß ab. Konservendose. Ab in den Korb hinein. 2 Punkte.
Das zählt wieder. Das andere aber nicht. Die sucht die ganzen Sachen. Holt sie das jetzt raus? Na, Klopapier ist auch meins. Haben Sie noch nie was von der WC-Ente gehört? Das ist mein Cousin. Also steht mir das Klopapier zu. Bla. Die nimmt man einfach alles wieder raus. Eine Unverschämtheit ist das. Bla. Nächster. Nicht den Korb, die die Rübe. Obst und Gemüse. Klopapier ist auch drin. Nein, ich wollte den Korb jetzt. Diesmal wollte ich den Korb mitnehmen. Warte. Such deinen Besen, such den Besen, such alles außer meine Sachen. Ach Mann. Es ist nicht leicht, das ganze Leben. Da wird einem immer wieder alles weggenommen. Was man sich hier hart bestohlen hat. Geliehen hat natürlich. Geliehen hat. Ist mein Gemüse wieder draußen? Jetzt. Ich muss dieser Frau ein Hobby suchen. Ein anderes Hobby, als hier die ganze Zeit Gänse zu massakrieren. Da kriege ich die Mausern. Da drück. Oh, das. Ein Blümchen. Blümchen für mich. Ich bin die Frie. Also, okay, ich hab gelogen, als ich sagte, die Vizente wäre mein Cousin. Ich bin Cousin zweiten Grades von der Friedenstaube. Hier die weiße Blume. Ein Zeichen, dass wir uns versöhnen können, oder? Merk. Fragezeichen? Woher die ganzen. Was sollen die ganzen Fragezeichen? Was soll das bedeuten? Ah, die Bürste hat sich wieder fallen gelassen. Dann nehme ich jetzt erstmal wieder den Korb mit. Nimm den Korb. Der muss wahrscheinlich doch einfach weiter weg, dass die nicht dahinter kommt, dass die ganze hier bedient. Du sagst nichts, verstanden? Hau ab. Ja, du hast mich schon richtig verstanden, Vierauge. Warum ich gegenüber dem so gemein bin? Weil ich mich gegenüber ihm stark fühle. So sieht's aus. Pah. Bah. Ab in den Korb. In den Korb. In den Korb. Zählt es jetzt? Es zählt. Sehr gut. So. Ja. Klopapier ist meins. Meins. Bla. Okay. Zwei Dinge sind schon mal drin. Das ist gut. Was noch? Die Konservendose. Leise und langsam schleicht sie die ganze an ihre Beute ran und dann schnell die Füße in die Hand genommen. Die Flossen in die Flügel, meine ich. Bla. Okay, Reinigungsmittel, Zahnbürste, Obst und Gemüse. Gut. Nein, Junge, du bleibst weg. Ha. Sonst. Nein, nix doch. Hier. Sonst machst du mir nur einen Plan, einen Strich durch die Rechnung. Pa. Fand nicht, dass meinen Plan hier. Psst. Ist das Reinigungsmittel? Ich glaube, das ist Reinigungsmittel. Herr David. Nein! Nix da. Das ist meins. Okay, du kannst die Tube haben. Ich nehme die nächste. Da nehme ich nochmal einen Rabatt drauf. Oder hier, nimm die Dose. Und hier, nimm hier das Reinigungsmittel. Wie wär's denn damit? Oh, Sonnenbrille. Coole Sache. Hey. Ja. Was ist, wenn ich mir den Stock jetzt schnappe, hä? Was willst du tun? Ja. Frieden war nie eine Option, hä? Okay, jetzt hab ich's. Nix da. Lass mich doch in Frieden, du hast genug Reinigungsmittel. Aber nein, das ist die Sonderausgabe, hä? Ach, jetzt hast du sie, aber jetzt willst du sie nicht haben.
Was, wenn ich sie jetzt wieder nehme? Willst du sie jetzt haben? Willst du immer das haben, was ich besitze? Sieht es so aus? Ah, weil ihr Besen wichtiger ist. Das Zeichen ihrer Macht. Über uns Gänse. Gänseunterdrückerin. Das ist alles, was du bist. Okay, wo haben wir die Zahnbürsten? Das ist die Frage. Achso, die eine Dose. Ja, die eine Dose darfst du haben. Ich nehme ja das Gemüse oder das Obst. Ha. Ganz ruhig, ich bin die Schleichgans. Auf mich kann man mich nicht eichen, aber auf mich muss man schleichen. Hey! Nimmst mir schon wieder die Sachen weg. Große Spielverderberin, bist du ja hier die Schwester vom Gärtner. So, für dich keine Musik. Und den Besen nehme ich mir auch wieder. Hallo, ja, na, komm, zieh dran. Komm, zieh. Ich gewinne wieder das Tauziehen. Den ziehe ich jetzt in die hinterste Ecke rein. Dann suchst du ihren Besen vergeblich. Und den Korb ziehe ich dann in die andere Ecke, dass die nie und nimmer sich hier finden lässt. Pa. So. Puh, war das anstrengend. Ein bisschen getrunken. Ach, der Tank ist wieder voll. Sehr gut. So, das Klopapier hat sich ja zum Glück wieder fallen gelassen. Bleibst du wohl. Da ist ja wohl hier wirklich den allerwertesten offen. Hm? Okay, ich will den Korb. Was schaust du so? Huh, Verärdeste. Huh, mein Blut, das kocht bald. Aber so richtig. Kann ich mich in meiner eigenen Soße hier rösten? Ist jetzt nicht ein Ernst. Jetzt suchst du wirklich alles andere. Hm, eine Blume? Nein, die Brille. Ah, die Brille brauche ich doch für den Jungen, der seine andere Brille trägt. Okay, die Brille lege ich mal hier hin. Na komm, willst du mich mal streicheln? Hey! Na warte. Ah, ich weiß wie. Wenn ich ihm sein Schnürsenkel aufmache, muss er sich nach unten beugen. Und dann kann ich mir seine Brille schnappen, genauso wie mit dem Hut. Ja. Wieg dich nur in Sicherheit, mein Freund. Ha. Zu sind sie. Und jetzt Brille geschnappt. Ham. Okay, legen wir sie mal hier schön in die Ecke rein. So. Ach, du kannst nichts sehen, mein Freund. Na, da kommt die hilfreiche Gans und gibt dir mal eine Ersatzbrille. Bitteschön. Ja. Bring den Jungen dazu, die falsche Brille zu tragen. Erfolg! Auf ganzer Linie. Und damit würde ich sagen, meine Damen und Herren, wieder ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Also das weite Gebiet, die Innenstadt, der kleine Markt und die Verälteste hier, die Verkäuferin. Ich muss mich wirklich beschäftigen. Ich muss immer Sachen wegnehmen, damit sie mich hier in Ruhe meinen Einkauf tätigen lässt. Wenn ich ein paar Münzen finde, werde ich sie auch hier in ihrer Kasse hier ablegen. Aber erstmal möchte ich meinen Einkauf tätigen, damit ich weiß, wie viel ich ihnen schulde. Schulden müssen beglichen werden, meine Damen und Herren. So sieht's aus. Und ja, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von The Untitled Goose Game gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr dran und Stroh. We love to entertain you, Jason. Goodbye.